Als ich vor vielen Jahren als Jugendlicher meinen ersten Computer bekommen habe, da war Speicherplatz immer Mangelware. Wenn ich ein neues Programm installieren wollte, musste ich zuerst etwas Altes löschen. Aber heute ist der Speicherplatz kein Problem mehr und deshalb sammeln wir immer mehr Daten. Und damit wir in dieser großen Datenflut überhaupt noch etwas finden, ist eine gute Ablagestruktur enorm wichtig. Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß damit. Los geht's. Tipp Nummer 1. Übersichtliche erste Ordnerebene. Ich empfehle immer für die erste Ordnerebene, dass man maximal 5 bis 10 Hauptordner anlegt. Das reicht in den meisten Fällen. Ich habe hier persönlich 6 Hauptordner, mit denen ich produktiv arbeite. Der Rest, das sind alles irgendwelche Systemordner, die Microsoft immer nur automatisch anlegt, die ich aber gar nicht brauche. Vorteil, man ist deutlich schneller aufgrund der Übersichtlichkeit, als wie wenn jetzt hier irgendwie 20, 30 oder 40 Ordner in der ersten Ebene wären und man immer ewig suchen muss. Um herauszufinden, was deine Hauptordner für die erste Ebene sind, eignet sich oft eine Mindmap, die hilft dann, die Themen zu clustern. Übrigens, Dateien haben hier in der ersten Ebene gar nichts zu suchen, die liegen immer nur in den Unterordnern. Tipp Nummer 2. Sortierung erzwingen durch Zahlen. Ich persönlich finde es hilfreich, wenn die wichtigsten Ordner ganz oben in der Ordnerliste angezeigt werden und die unwichtigsten eher unten. Jetzt ist es so, dass normalerweise die Sortierung eben von den Dateien und Ordnern alphabetisch erfolgt. Das heißt, der Ordner Anlagen, der für mich nicht wichtig ist, der wäre an erster Stelle. Um das zu umgehen, benutze ich eben Zahlen. Durch die 1, 2, 3, 4 und so weiter kann ich eben eine eigene Sortierung der Ordner erzwingen. Und wenn man mal mehr als 9 Ordner über diese Zahlenmethode sortieren möchte, dann muss man mit 01, 02, 03 eben eine führende 0 dazu machen, sonst wird nämlich die 10 direkt nach der 1 einsortiert. Tipp Nummer 3. Projektordner brauchen ein Archiv. Ich habe so prinzipiell 2 verschiedene Arten von Ordner, Projektordner und Jahresordner. Wir schauen uns mal als erstes Beispiel einen Projektordner an, hier den Ordner Unternehmen. In dem Ordner Unternehmen habe ich jetzt verschiedene Themen oder Projekte, an denen ich aktuell arbeite oder die mich auch dauerhaft vielleicht begleiten. Und auch hier in dieser zweiten Ebene versuche ich noch, das in Bereiche zu clustern, damit es auch hier nicht unübersichtlich wird und zu viele Unterordner liegen. Aber an diesen Ordnern hier, die sind alle in irgendeiner Form aktiv. Daran arbeite ich mehr oder weniger. Aber immer wieder gibt es ja auch Dinge, die abgeschlossen sind. Und da ist es für mich ganz wichtig, nicht immer noch mehr Daten anzusammeln, die ich vielleicht gar nicht mehr brauche. Deshalb habe ich hier auch, und das ist der wichtigste Ordner für mich, der Ordner 0 Archiv. Und alles, was hier nicht mehr aktiv ist, was abgeschlossen wird, verschiebe ich in den Ordner Archiv. Und dort habe ich 3 Unterordner, ein dauerhaftes Archiv, und da kommt relativ wenig rein. Da ist wirklich nur Dinge drin, die ich dauerhaft behalten möchte. Und dann habe ich aber auch noch Löschen 25 und Löschen 30. Also 2 Ordner löschen, und wenn ich bei irgendwas sage, Mensch, ich möchte es noch nicht heute löschen, ich brauche es noch vielleicht die nächsten 1-2 Jahre, kommt es bei Löschen 2025 rein. Im Zweifel bei Löschen 2030, egal, dann habe ich es noch 7 Jahre jetzt ab heute. Aber ich pack die Dinge schon rein und sage, okay, in 7 Jahren brauche ich es voraussichtlich nicht mehr. Oder wenn mir das nicht reicht, mache ich einen Ordner löschen 2040. Egal wo, Hauptsache ich lege mich schon mal fest, dass ich es irgendwann nicht mehr brauche. Und das wird dann auch gelöscht. Also dieser Ordner löschen 2025, der wird ungesehen des Inhaltes Anfang 2025 gelöscht. Ja, man darf und man soll auch mal etwas löschen. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, auch in irgendeiner Art eine Löschroutine zu entwickeln, sonst gehen wir irgendwann im Datenchaos unter und auch die Backups werden irgendwann so groß, dass es keinen Spaß mehr macht. Tipp Nummer 4, Arbeit mit Jahresordnern. Nach dem Projektordner schauen wir uns als zweites Beispiel jetzt einen Jahresordner an. Und typische Beispiele für Jahresordner sind Fotos, Unterlagen für die Steuererklärung, Angebote für Kunden, Rechnungen und so weiter. Das sind alles Dinge, die man eher immer einem Kalenderjahr
zuordnen würde. Und hier ein Beispiel bei mir ist der Bilderordner. Wenn wir da mal reinklicken, da habe ich eben jetzt hier die Kalenderjahre. Also hier 2010 bis 20 so als Sammlung, die brauche ich nicht mehr so oft. Aber jetzt so die letzten Jahre 21, 22, 23, da habe ich immer einen eigenen Ordner. Und wenn wir mal eine Ebene tiefer klicken, dann sehen wir jetzt hier, dann kommen jetzt hier wirklich konkrete Ordner mit einem Datum von den ganzen Veranstaltungen, von den ganzen Anlässen, wo ich eben mit dem iPhone Fotos gemacht habe. Und dann lade ich die auf den PC oder in die Cloud hier in so einen Ordner und kann ich danach die Dinge ganz schnell wiederfinden. Ich habe noch einen Sammelordner für Diverses, wo ich jetzt keinen eigenen Ordner anlegen würde. Aber auf diese Art für mich, ich weiß immer, okay, das habe ich vielleicht in diesem Jahr war das. Und dann kann ich hier ganz schnell sortiert nach Datum eben den Anlass finden. Und das ist für mich ein ganz großer Vorteil, dass ich mich schnell über das Datum zurechtfinde. Tipp Nummer 5. Neue Dateien gleich an der richtigen Stelle speichern. Früher ging es mir oft so, ich habe neue Dokumente auf dem Desktop gespeichert und natürlich blieben sie dann da auch dauerhaft liegen und man war genervt von dem Chaos auf dem Desktop. Deshalb habe ich mir angewöhnt, ein neues Dokument gleich an der richtigen Stelle zu speichern. Beispiel, wenn ich eine Reisekostenabrechnung mache, dann gehe ich gleich an die richtige Stelle. Unternehmen, Reisekosten. Auch hier habe ich es als Jahresordner angelegt, 2023. Da würde ich mir jetzt einfach die letzte als Vorlage kopieren, Steuerung C, Steuerung V. Und auch da Benennung von Dateien. Auch da sollte man nachdenken, oft macht Sinn, mit Datum zu arbeiten. In dem Fall würde ich jetzt sagen, okay, was haben wir heute? 2023, 9.19, eine Reisekostenabrechnung nach München. Okay. Wichtig, Datum in umgekehrter Reihenfolge schreiben, also das Jahr ganz vorne, dann der Monat und dann der Tag, damit die Sortierung dann auch entsprechend richtig passt. Tipp Nummer 6, Datei Explorer an der richtigen Stelle starten. Kennen Sie das, dass Sie den Datei Explorer öffnen und der immer an der Stelle aufgeht, die Sie eigentlich gar nicht brauchen? Und dann brauchen Sie einen zweiten Klick, zum Beispiel auf OneDrive oder wo auch immer, wo dann die Dateien liegen? Diesen zweiten Klick kann man sich sparen, indem man das einstellt über die drei Punkte hier und dann sagt Optionen. Zumindest bei Windows 11 geht das. Und dann kann man sagen, okay, Datei Explorer soll immer erstmal öffnen, an welcher Stelle. Bei mir wäre es jetzt OneDrive, man kann aber auch eine SharePoint-Webseite auswählen oder andere Dinge. Also ich nehme hier OneDrive, weil ich da hauptsächlich damit arbeite. Okay? Und wenn wir jetzt ein neues Fenster öffnen, dann starten wir immer in OneDrive. Für mich ein großer Nutzen, weil ich eben immer einen Klick spare. Tipp Nummer 7. OneNote Notizbücher und geteilte Dateien jeweils in einem eigenen Ordner sammeln. So, das ist jetzt der einzige Tipp, der sich speziell auf OneDrive bezieht. Alle anderen waren bisher mehr oder weniger universell. Und bei OneDrive ist es bei mir so, dass ich mir einen Ordner angelegt habe, in dem ich alle OneNote-Notizbücher an einer Stelle gesammelt habe. Ich habe es oft bei anderen Microsoft 365-Nutzern gesehen, dass die OneNote-Notizbücher kreuz und quer in allen möglichen Ordnern liegen, vor allem auch in der ersten Ebene. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Deshalb habe ich alles an einer Stelle gesammelt. Dann tue ich mir auch viel leichter, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer Neuinstallation oder auf einem Mobilgerät alles wieder öffnen möchte, dann finde ich die alle ganz schnell an einer Stelle. Übrigens, wenn das für dich ein Thema ist, OneNote-Notizbücher lassen sich ganz einfach verschieben. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, wo ich zeige, wie das funktioniert. Wir verlinken dir das Video hier. Und jetzt neben dem Sammelordner für Notizbücher habe ich einen zweiten Sammelordner und zwar für alle Dateien und Ordner, die ich mit anderen teile. Den habe ich genannt Transfer. Und aus meinen normalen Ordnern 1 bis 5, da teile ich nichts mit anderen. Da weiß ich, wenn ich da was abspeichert habe, nur ich drauf Zugriff. Deswegen, das grenze ich ab und alles, was ich teile, mache ich über den Transferordner. Und hat auch den Vorteil, wenn ich mal wieder aufräumen möchte, alle Freigaben entfernen will, kann ich einfach sagen, okay, Steuerung A und ich lösche die ganzen Dateien in Ordner. Das sind immer nur Kopien, die ich teile und dann habe ich eben auch alle Freigaben wieder bereinigt. Okay, das waren so meine Tipps, die mir wichtig sind für meine persönliche Ablage. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen und ich bin auch gespannt, was ihr jetzt noch für Ideen habt, für Methoden habt, wie ihr dem Dateichaos
Herr werdet. Also bitte gerne fleißig kommentieren. Sagt uns eure Tipps, dann haben alle was davon, die ganze Community. Ich bin schon gespannt, was ihr noch für Ideen habt. In diesem Sinn eine gute Woche, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.